So, jetzt müsste es eigentlich laufen. Und dann muss das nochmal Revue passieren lassen, wo ich immer, ich habe gerade erzählt, der neue Dan Brown, Origin, die Herkunft. Ich will auf das Buch nicht eingehen, es läuft ja synchron, ist ein ganz normaler Thriller. Und da ist die große Frage, wo kommen wir her und wo gehen wir hin? Das ist natürlich wieder in eine schöne Kriminalstory eingebaut, das Ganze eingepackt. Was jetzt hier entscheidend ist, da ist ein Wissenschaftler und dieser Wissenschaftler hat einen Supercomputer entwickelt, der mehr oder weniger jetzt mit Berechnungen hochrechnen kann, wo wir wirklich herkommen und wo wir hingehen. Und er will das der Weltöffentlichkeit verbreiten. Er ist ein absoluter Atheist und er holt sich zuerst einmal hier einen Bischof, dann einen Rabbi und aus dem Islam einen höher gestellten Priester. Und denen teilt er das vorab mit und die kriegen dann die totale Panik und dann baut sich hier die Riesenspannung auf und dann wird er natürlich, wo er das weltweit verbreiten will in einer Live-Übertragung, das nämlich nachweist, dass die ganzen Religionen Lügengeschichten sind, dass das alles nur Manipulation ist, wird er auf der Bühne erschossen und dann kommentieren die Datei nicht und dieser Lonken, glaube ich, heißt er. Der muss natürlich dann wieder mit einer hübschen Frau, muss das dann das Rätsel lösen und die wollen das dann in die Weltöffentlichkeit bringen. Was dann auch getan wird, die finden dann diese Datei und die wird dann weltweit übertragen. Sehr spannende Geschichte, wie halt typische Dan Brown sind. Was es letzten Endes darum geht, ist dann, dass er hier mit dem Superrechner immer im Maße zum darwinistischen Evolution beweist, dass die Religionen Lüge sind. Interessant ist, wo es hingeht. Und wenn du das mit Holofeeling liest, wird es natürlich total anders, wenn du die Sprache verstehst. Dass ich immer wieder sage, auch hier ist das einmal das große Problem, es baut auf den darwinistischen Weltbild mit Raum und Zeit auf. Und das ist so eine Riesensackgasse. Und man sollte sich zuerst einmal fragen, verdammt nochmal, was ist in mir drin, was bestimmt, was richtig und verkehrt ist. Ich könnte jetzt definitiv sagen, in Bezug auf Holofeeling, was ist in mir drin, das mich permanent hindert, dem Ersten, der nur das ausspricht, was jedes 13-jährige Kind hier und jetzt sofort überprüfen kann, diesen Erkenntnissen zu misstrauen. Haben wir keinen Ton? So Kleinen abgehakt. Oder passt nicht. Moment. Moment. Ist das Macht, wenn ihr nicht habt auf der Aufnahme, müsst ihr eigentlich gut drauf sein. Okay. Jetzt. Hört ihr, kaut's wieder hin? Ja, Das ist halt immer, war ein bisschen wenn abgehakt man gleich. über Skype was macht. Wartet einmal einen kleinen Moment. Ja, ist okay. Ich fahre mal ganz kurz mein Ding raus. Kleinen Moment. Geht das mal gar nicht. So, jetzt. Dass wir da nicht immer Meldungen reinkriegen. Es sieht halt so aus, dass man eine ganz einfache Ausgangsbasis macht. Das Rätsel der Menschheit lässt sich so unendlich leicht lösen. Und ich wiederhole ganz, ganz kurz, wirklich nur kurz, wenn man das jetzt das erste Mal hört. Diese zwei Seiten, die in dir drin sind, ist zuerst einmal dieses unmöglich. Du reagierst auf so viele Erscheinungen sofort mit unmöglich, weil deine Logik das nicht fassen kann. Und es sind viele Aussagen, mit denen du konfrontiert wirst, die für dich hundertprozentig sicher sind. Und das erste, was wir mit Holofeeling machen, wir tauschen zuerst einmal die Polaritäten aus, mein Quadrat mit drei Strichen zeichnen. Dass dieses unmöglich ganz leicht vom Tisch zu wischen ist, wo es auch nichts zu diskutieren gibt. Und auf der anderen Seite werde ich dir zeigen, dass alles, was für dich hundertprozentig sicher war, wenn du wirklich präzise dich auf Fakten verlässt, eigentlich das genaue Gegenteil sind. Das beginnt zum Beispiel mit der Aussage, für dich, Geist, der du mir jetzt zuhörst, es ist hundertprozentig sicher, dass für dich nur das existiert, was du jetzt von Moment zu Moment in einem Wechsel, in einem ständigen Wechsel als Information vorliegen hast. Es spielt dabei keine Rolle, ob das ein Gedanke ist oder ob das eine sinnliche Wahrnehmung ist. Es existiert für dich nur das, was du denkst oder was du siehst oder was du spürst und sobald du das nicht mehr denkst, ist es weg. Sobald du das nicht mehr anschaust, ist es weg und sobald du es nicht mehr spürst, ist es auch weg. Punkt. Darüber diskutiere ich nicht mit einem von mir jetzt ausgedachten Trockennasenaffen bei eigener Definition. Wobei das gar nicht seine Definition ist. Wenn ich mir jetzt einen Trockennasenaffen ausdenke, dann wird er nämlich das denken und glauben, was ich denke, dass er denkt und glaubt. Wir müssen irgendwann einmal begreifen, wer ist der Schöpfer der Welt, die du dir ausdenkst?
Was ist die Welt, die du dir ausdenkst? Die Welt ist erst einmal ein Gedanke. An was denkst du bei dem Wort Welt? Und da wirst du feststellen, das ist eigentlich schon fast wie, wenn ich sage, an was denkst du bei dem Wort Nichts? An nichts. Und bei Welt denkst du zuerst einmal an das Wort Welt. Aber was ist das für ein Bild? Für eine Vorstellung? Und jetzt sind wir in dem Chat, dass du die Welt gar nicht sehen kannst, wenn du an die Welt denkst. Du kannst jetzt an Erdkugel denken und das Ding Erde nennen. Erde, hebraisiert heißt, er weckt das Wissen. Aber das ist schon wieder weg, wenn du es nicht mehr denkst. Was natürlich die Sache sehr interessant macht, dass jetzt, wenn wir es hebraisieren, das Welt, so oft ein doppelt aufgespanntes Brandopfer heißt das. Kann man nur in Gematria Explorer eingeben und das Wort Brand wiederum haben wir schon mal. B-Rand ist ein polarer Rand. Wir können natürlich auch BR eingeben, das dann unter anderem das Äußere heißt. Und AND ist die Schöpfung einer existierenden Öffnung. Und da wissen wir ja, wenn man das Aleph als Vorsilbe imperfekt schreibt, im Hebräischen, wenn wir es hebraisieren, heißt es ein ständiges Auf und Ab. Das sind deine Gedanken. Was jetzt interessant ist, dass ich immer wieder sage, die Ausgangsbasis, die wir jetzt neu setzen, du löscht einmal alles, was du vom Hörensagen kennst, über die Welt da außen, die angeblich vor dir schon da war und die auch angeblich dann da ist, wenn du sie dir nicht ausdenkst, was rein ein Dogma ist. Es erfordert blinden Glauben. Blinder Glaube hat nichts mit Fakten zu tun. Holo-Feeling baut nur auf Fakten auf. Das heißt, wenn du ein Weltbild haben willst, das du hundertprozentig sicher glauben kannst, solltest du nur an Sachen glauben, die du auch hundertprozentig sicher hier und jetzt überprüfen kannst. Ich kann nicht oft genug sagen, damit sind eigentlich schon nahezu alle Behauptungen der Naturwissenschaft, die hundertprozentig sicher bewiesen werden, in Experimenten der Naturwissenschaft sind vom Tisch. Man müsste nur wissen, was das Wort Experiment heißt. Ich wiederhole kurz, Ex heißt heraustreten, Bari heißt ringsum. Mal ganz kurz und Mendior ist Lügen verbreiten. Überlegen, das sind deine Gedankenwellen, die du um dich herum verstreust im Raum und Zeit. Es sind schlichtweg und einfach Lügen. Ich verweise nochmal auf meinen Professor Gasser. Ganzer, glaube ich, heißt er, der hier auf dem Bildschirm schaut und sagt, das sind Photonen. Ich sage, nein, das ist ein Monitor. Der Mensch hat verlernt, sich bewusst zu machen, was jetzt wirklich da ist. Das heißt, du siehst in 99,9% der Fällen, wenn du eine Zeitung liest, nicht das, was da ist, sondern was du aus den Worten für Vorstellungen generierst, in deinem Kopf. Die rein subjektiv geprägte Auslegung deines Intellekts. Das heißt, jetzt alle Menschen, die du dir ausdenkst, ich sag definitiv, alle Trockennasenaffen funktionieren so. Was das Verrückte ist, die Fakt ist, wenn du dir die nicht ausdenkst, existieren die nicht. Und jetzt kommt der erste große springende Punkt. Wenn du Geist bist, du musst dir bewusst machen, was der Unterschied ist zwischen dem, was ich das rot geschriebene Sein nenne und was ich existieren nenne. Alles, was existiert, was heraustritt, was auftaucht aus der großen Einheit, kann gesehen werden und es baut immer auf Unterschieden auf. Es kommt aber aus einem Kontinuum, einem ewigen Sein, was wir jetzt meinetwegen Gott nennen können, oder die Physiker nennen das Energie. Die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Jede ausgedachte Energie ist nicht diese Energie. Das ist das Geheimnis der Einstein-Form. Energie wird ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Ich mache mal mein Beispiel mit der 200 Gramm roten Gnede, die immer 200 Gramm rote Gnede bleibt. Und ich rede jetzt schlichtweg und einfach von dir. Von dem Geist, der mir jetzt zuhört, der von Augenblick zu Augenblick mit einer anderen Information konfrontiert. Jetzt machen wir das kleine Geheimnis, dass wir jetzt wirklich einen vollkommenen Neuanfang machen. Und das kann nur der Geist machen, der mir jetzt zuhört. Niemals ein Gedanke von dir. Erwähne immer wieder, ich erzähle das jetzt nicht einem Gedanken von mir, einer vergänglichen Erscheinung, sondern dem Geist, der mir jetzt zuhört. Ich erzähle es weder der Ariane, noch den Toni, noch der Helene, noch dem, der jetzt vom Computer sitzt und sich diese Aufnahme anhört. Das sind alles Dinge, die du dir ausdenkst. Darüber gibt's nichts zum Diskutieren. Ihr könnt jetzt streng werden und sagen, verdammt nochmal, begreife ich, öffne dir zur Zeit die Tür in eine vollkommen neue Welt. Ich zwinge dich aber nicht, dass du da gedanklich durchgehst. Es gibt auch nichts, was du in deiner Traumwelt verbreiten müsstest, weil die Figuren, die du dir ausdenkst, alles vergängliche Erscheinungen sind.
Das ist diese harte Aussage vom Udo. Egal wen du dir ausdenkst, der hat keine Überlebenschance. Er ist genau genommen schon weg, wenn du ihn nicht mehr denkst. Das gilt auch für deinen eigenen Körper. Yes. Wenn du Ewigkeit verstehen willst, musst du selber zu etwas werden, was ewig ist, was du nicht werden kannst, sondern du bist es schon immer gewesen. Sonst wäre ich jetzt in dir als Brüssel Udo, als Gedankenwelle gar nicht aufgetaucht. Das ist die große Heimholung. Und jetzt machen wir hier mal so Kleinigkeiten, die dir klar sein müssen, solange du dich verirrst in Theorien und Axiome, was die Religion macht, was die Naturwissenschaft macht, wirst du dich bis in alle Ewigkeit narren, weil du ewig bist. Du musst dich selbst zur Grundlage der Welt setzen, die du dir ausdenkst. Es ist egal, was es ist. Wer hat die Welt erschaffen, die du dir ausdenkst? Da kannst du jetzt sagen, ich. Weil ich mir die Welt ausdenke. Aber wer ist jetzt dieses Ich? Jetzt muss man das mit diesem viel Ich verstanden haben. Und jetzt haben wir diese schöne Metapher, wo ich gesagt habe, das ist einmal mit dem Computer, dass ich sage, wir setzen dich jetzt einmal als einen Computer und dann muss dir klar sein, alle Bilder, das wiederhole ich immer und immer wieder, alle Bilder, die auf dem Bildschirm auftauchen oder die der Computer Geräusche von sich gibt, mal ganz grob gedacht, die müssen, bevor sie in Erscheinung treten, bevor sie zu existieren anfangen, müssen die schon hierarchisch auf einer tieferen Ebene auf dem Programm drauf sein, sonst könnte das gar nicht in Erscheinung treten. Das ist jetzt in Erscheinung tritt und jetzt müssen wir den Computer einladen ins Splitscreen. Das heißt, in jedem Kopf, den du dir ausdenkst, die blauen Köpfe, in jedem Kopf ist jetzt eine andere Information. Wobei immer wichtig ist, ein Kopf ist nur dann da, wenn du in dir denkst. Das heißt, jetzt ist in dem Kopf der Ariane ein anderes Bild, rein sinnlich real wahrgenommen. Wohlgemerkt, aus der Sichtweise des Kopfes der Ariane ist jetzt ein ganz anderes Gesichtsfeld da, wie in dem Kopf von dem Toni und der Helene, denn ihr Sichtfeld ist schon ziemlich ähnlich, oder im Kopf vom Udo, und vor allem in dem Kopf von dir selbst, von dem, der jetzt vor dem Computer sitzt. Du hast ein komplett andere, ein ganz anderes Bild in deinem Gesichtsfeld, wie die anderen vier Brösel, die du als Pixelmännchen auf dem Bildschirm siehst, die wir uns jetzt einmal ganz bewusst ausdenken. Und immer dran denken, die sind jetzt nicht irgendwo da aus. Jetzt wird die Aufnahme gemacht und jetzt hörst du dir so an. Das heißt, jetzt ist in dem Kopf, sollte es einen Doni-Kopf geben, wenn du ihn nicht denkst, ist es eine komplett eigenständige Welt, der jetzt in diesem Moment was ganz was anderes sieht, wie das, was du jetzt glaubst, dass er sieht. Weil du ja dieses Gespräch, die in die Vergangenheit denkst, das ist ja angeblich in der Vergangenheit aufgenommen worden. Ein materialistisch, logisch programmiertes Programm hat extreme Schwierigkeiten, hier zeitgleich zu denken. Praktisch den Schritt in dieses Kontinuum des Roten Hier und Jetzt zu tätigen. Das Rote Hier sind alles, was man an Orten ausdenken kann, sind alle hier in dem roten Ich. Das Rote Ich ist ein roter Kopf, dem uns jetzt bewusst ausdenken und all die blauen Köpfe mit ihren eigenen Traumwelten, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum, sind in dem roten Kopf. Existieren aber nur, wenn sie von dem roten Kopf vor sich hingestellt werden. Oder, ich habe ja gesagt, die Ausnahme ist immer der, der man zu sein glaubt, da setzt man sich in den Kopf rein. Jetzt ist natürlich ganz interessant, euch das Ganze nur einem Geist erzählen, nämlich den Geist, der zu mir jetzt zuhört. In welchem Kopf bist du jetzt drin? Im Kopf von der Ariane? Im Kopf von dem, der jetzt vom Computer sitzt? Im Kopf vom Toni? Was so ziemlich dasselbe ist, weil du sitzt ja jetzt vorm Computer, aber komischerweise denkst du dir einen anderen blauen Kopf aus. Wenn du jetzt die Ariane zu sein glaubst, oder die Helene zu sein glaubst. Und das ist, wenn man das einmal verstanden hat, dass das eigentlich ganz logisch ist, wenn ich mich wirklich erhebe und einfach mal die Möglichkeiten durchdenke, wo ich mich überall hineindenken kann, vorausgesetzt, ich habe Zugriff zu dem Programm. Dass ich jetzt nochmal sage, wir machen jetzt aus dem eigentlichen roten Kopf, der der Computer ist, ein Splitscreen. Du hast jetzt ein Splitscreen vor dir. Du siehst jetzt ganz klar hier auf diesem Bild ein Pixelmännchen Ariane, ein Toni, eine Helene und einen kleinen Udo. Das ist eigentlich hier das Verrückte, dass also dieses ganze Spiel und was du siehst selber ist in deinem blauen Kopf. Und jetzt können wir die Namen austauschen,
Weil alles, was ich jetzt gesprochen habe, gilt für die Ariane, das gilt für den Toni. Was natürlich jetzt eine Ausnahme ist, dass wir uns jetzt einen Zuhörer von dieser Aufnahme ausdenken, der nicht zu diesen vier Bitzelbilder gehört. Das erweitert sich, da kann ich aber nicht nur einen denken, da kann ich mir jetzt eine Unmenge von Menschen denken. Ich muss dann bloß bei der Aufnahme wieder drauf schauen, wie viele Klicks die Aufnahme hat. Genau. Wenn wir die anschauen. Was natürlich wieder das nächste Problem aufwirft, nämlich das Problem der Zeit, weil unmittelbar jetzt nach der Veröffentlichung sind da irgendwann nochmal 5 Klicks drauf und irgendwann werden es vielleicht nochmal 200 oder 300 Klicks sein oder was auch immer. Das ist unnötig, als wenn was wächst. Das Wachstum ist natürlich auch wieder eine Illusion. Ich verweise auf dieses Selbstgespräch mit dieser Schleife, mit der Blüte, mit dem Apfel, mit dem Kern, mit dem Apfelkern, mit dem kleinen Pflänzchen, mit dem Baum. Das ist immer wieder diese kybernetischen Schleifen, wo ich sage, die man sich chronologisch vorstellt, obwohl das überhaupt nichts mit Chronologie zu tun hat, weil alles gleichzeitig da ist. Es sind die Bilder auf der tieferen Ebene von einem Film alle gleichzeitig in den Kontinuum. Und das gilt auch für alle Erscheinungen, die du auf deiner VR-Brille siehst. Wichtig ist jetzt, wenn ich nochmal in die logischen Konstrukte gehe, alles, was du denken kannst, hängt von deinem zum Denken benutzten Intellekt ab. Den können wir jetzt erst einmal in zwei Hälften teilen. Du denkst jetzt einmal ein Intellekt aus. Du sagst, es ist mein Intellekt. Und der braucht jetzt das eine Gedankenwelle, eine sehr grobe Gedankenwelle. Und die hat zwei Seiten, nämlich das, was du sagst, ich weiß es. Zwangsläufig, wenn man das das Wellenberg nennen, muss ein Wellendeuter sein. Das ist alles, was du nicht weißt. Ja. Zu einem Ich weiß gehört ein Ich weiß nicht. Und jetzt können wir mal nur auf diesen Begriff des Ich weiß, passiert wieder was Schönes, das können wir wieder in zwei Hälften teilen, die Wellenberg und Wellendal, nämlich alles, was du als richtig ansiehst, ich sage mal, ich benutze das Wort, was du glaubst, und dann muss zwangsläufig viele Sachen, die du weißt, die du nicht glaubst. Auch Dinge, die du nicht glaubst, sind dein Wissen. Wo du jetzt definierst, das stimmt nicht, das ist falsch, das ist verkehrt. Denk wieder an die Kehrseite und an die richtige Seite. Das gehört untrennbar zusammen, weil es das eine ohne das andere nicht gibt. Wie oft habe ich das erklärt mit den systemrelevanten Parametern? Sobald du von systemrelevanten Parametern sprichst, entstehen systemnichtrelevante Parameter. Sobald du von Wellenbergen sprichst, sind Täler da. Sobald du von Stille sprichst, ist Lärm da. Jetzt, ob dir das bewusst ist oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Mein tausendfach zitiertes Beispiel ist jetzt schön still. Stille kann man nicht hören. Also wie kannst du behaupten, es ist still, als wenn du das hören würdest? Du könntest jetzt sagen, ich höre, dass jetzt kein Geräusch da ist. Aber du merkst jetzt schon, dass in dem Moment das Geräusch ja schon da ist. Und wenn es bloß deine eigenen Gedanken sind. Man verstreut halt alles, was jetzt nicht da ist, um sich herum in Raum und Zeit, obwohl das nur hier und jetzt sein kann. Es wäre doch viel einfacher zu sagen, das ist jetzt genau mein Hintergrund im Hier und Jetzt, den ich nicht denke, den ich mir, der nicht existiert. Was nicht heißt, dass er deswegen nicht da ist. Das ist, das muss verstanden werden. Das ist immer wieder, was ich wiederhole, dass die Möglichkeit, eine Vorstellung in sich aufzubauen, das ist unheimlich wichtig. Was ist eine Vorstellung? Eine Vorstellung, wenn ich jetzt zum Beispiel zu dir sage, ich sage jetzt einmal ein Wort, ich sage jetzt Osterhasen. Jetzt kannst du dir einen Osterhasen vorstellen, du kannst es aber nur vorstellen, wenn dies dein Programm auf dieses Wort reagiert und dann diese Vorstellung in dir aufbaut. Dein Intellekt. Angenommen, wir denken uns jetzt einmal einen Chinesen aus, ein chinesisches Programm und er hört das Geräusch Osterhase. Da passiert überhaupt nichts. Das heißt, dieser Splitscreen bleibt dunkel. Ja. In dem Kopf passiert nichts. Fragezeichen, Fragezeichen und dann irgendwas, was mit dir eigentlich kommt. Und genauso ist es mit dem ganzen heliozentrischen Weltbild. Und jetzt machen wir mal wirklich was Neues. Es ist die Wirklichkeit, das wirkende Licht zu realisieren, erfordert eine empirische Wahrnehmung. Das heißt eine sinnliche Wahrnehmung, wie ich das nenne. Immer dran denken, wir setzen als Ausgangspunkt einen Computer, alles, was in Erscheinung tritt,
symbolisieren wir mit unseren Bildern auf dem Bildschirm und mit den Geräuschen aus dem Lautsprecher. Da kommen wir natürlich dann beim menschlichen Computer, wie man das jetzt nenne, noch Gefühle dazu und so weiter. Es geht, dass du die grobe Metapher verstehst. Das heißt, Realität ist nicht das, was du ein Leben lang geglaubt hast. Für den normalen Menschen ist Realismus die klassische materialistische Vorstellung mit Darwinismus, mit die Welt ist da außen, auch wenn ich nicht dran denke, die ist auch schon da gewesen, bevor es mich gegeben hat, in der Verwechslung mit dem Trockenhausaffen, der jetzt vom Computer sitzt, der du nicht bist, du bist der, der sich das ausdenkt, wie du dir die ganze Welt ausdenkst. Und ich kann immer wieder nur sagen, es ist so unheimlich wichtig, setze Realität als all das, was hier und jetzt sinnlich wahrgenommen als Information in dir auftaucht. Es kommt auch nichts von da aus, du träumst jetzt. Wir setzen uns als träumenden Geist, der in dem Moment natürlich auch schon wieder was Ausgedachtes ist, das ist ganz wichtig, habe ich sehr oft erklärt. Das heißt, alles, was nicht sinnlich wahrnehmbar ist, ist keine Realität. Kann man das so stehen lassen? Damit ist der ganze Hickmeck von Quantenmechanik, von Atomen, von elektromagnetischer Strahlung, von Funkwellen vom Tisch. Es sind logische Konstrukte, die nur feinstofflich vorgestellt werden können und sich vom Zweiten einreden zu lassen, die sind trotzdem da außen bloß so winzig klein, dass man sie nicht sehen kann. Das sind Märchengeschichten wie Religion und Esoterik. Es ist nichts anderes. Und ich habe jetzt erinnere dich an den Osterhaus. Ein Osterhausen kann sich nur einer ausdenken, der bei diesen Worten eine Vorstellung aufbaut, weil sein Programm ihm das zulässt. Ja. Es ist aber doch ein Neutron oder ein Hitzteilchen ist doch nichts anderes. Das ist das, was die beweisen, was sie angeblich sehen, hat mit Realität in dieser Beziehung überhaupt nichts zu tun. Das ist immer wieder, dass ich sage, du bist ein träumender Geist und das, was du vor dir zu sehen glaubst, in deinem Gesichtsfeld, baut auf zwei flachen Bildern auf, das sind deine Augen, das ist in deinem Kopf. Das Erste, was du brauchst, ist immer die Finsternis. Wir fangen bei Krishna an. Das war diese Metapher, die ich in dem Redo-Gespräch gebracht habe, dass ich sage, du denkst jetzt mal hier einen ganz schwarzen Monitorbildschirm. Monitor steckt das Mono schon mit drin. Aber auch das Vor, die Reihe, hebraisiert. Und ich sage jetzt, diese kleinen Pixel, wenn die alle aus sind, sind die ja trotzdem da. Aber sie existieren nicht. Das ist eine einzige Einheit. Das ist das, was wir hier Gott nennen. Krishna, der Schwarze. Und sobald ein Lämpchen zum Leuchten, ein Geistesfunk nenne ich das, aus dieser Einheit zum Leuchten ankommt, sobald er was Besonderes wird, was Individuelles wird, fängt er zum Existieren an. Wenn er wieder nicht mehr leuchtet, verfällt er wieder. Es ist wie ein Tropfen, wie eine Welle, die auftaucht und wieder in die Einheit dessen, der immer ist, zurückfällt. Ja. Und ich habe jetzt die Toni der Genauigkeit halber, wenn wir uns das Schwarz ausdenken, ist das Schwarz natürlich schon wieder nochmal Gott, es ist was Ausgedachtes. Es ist ein Geschöpf, das eigentliche heilige Schwarz ist der Geist, den du nicht denken kannst. Wir können nämlich auch das Wort Finsternis zwei Seiten geben. Einmal als etwas Ausgedachtes und einmal als einen Ursprung, wo überhaupt kein Licht, keine Wahrnehmung existiert. Was übrigens beim Licht schon wieder so schön ist, schon die Ausgangsbasis der Physiker mit ihren Photonen, keine Realität, sondern logische Konstrukte. Das Licht als Ding an sich, habe ich gesagt, zeig mir Licht. Licht kannst du nicht sehen, genauso wenig wie du Geist sehen kannst. Du kannst es dir ausdenken. Aber sobald du was siehst, ist es kein Licht, sondern es sind Gegenstände, die aufleuchten, weil angeblich die von Licht angestrahlt werden. Aber das Licht selber, denk an mein Laserstrahl durch einen Nebel. Wo ist der Laserstrahl, wenn du in reiner Luft einen Laserstrahl abschießt? Ja. In der reinen Luft siehst du keinen Laserstrahl. Da muss irgendwelche Partikel da sein, die aufleuchten, die ja nur deshalb leuchten, weil der Lichtstrahl durchgeht. Das sind logische Konstrukte. Das Licht selber ist keine empirische Wahrnehmung. Du kannst es spüren. Ich habe so eine Kleinigkeit, dasselbe haben wir ja mit dem Wind. Wenn ich jetzt rausschaue aus meinen Augen in eine virtuelle Welt und ich sehe, dass sich Bäume bewegen, also da geht Wind, so ist ein logisches Konstrukt gleich mit dem Wind. Dann kannst du dich körperlich in diese virtuelle Welt hineindenken und dann spürst du plötzlich den Wind auf der Hautoberfläche, die du dir ausdenkst.
das alles deine Informationen sind und dann sagt er, ich spüre dann doch. Ich sag, du wolltest ihn mir zeigen, ich will nicht, dass ich ihn spüre, ich will den Wind sehen. Darum ist der Ruh im Hebräischen unter anderem heißt auch Geist. Du kannst Geist nicht sehen. Geist ist die Ursache, dass alles in Bewegung gesetzt ist. Aber der Witz ist, Geist bewegt sich nicht durch Raum und Zeit von A nach B, sondern er tauscht ständig seine Form. Das ist die Energie, die sich ständig umwandelt. Die Vorstellungen selber, die du hast, das sind reine Illusionen durch die Bank. Auch wenn sie real ausschauen, letzten Endes sind es nur deine Informationen. Und was jetzt sehr wichtig ist, alles, was ich jetzt erzählt habe, sind Fakten. Wenn du die Gedankengänge mitgehst, das sind wirkliche Fakten. Es sind hier und jetzt überprüfbare Tatsachen. Wie ich immer sage, jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Auch wenn in dir vielleicht zwanghaft noch diese Verstreuung in einer chronologischen Abfolge existieren möge, erst wenn du das überwunden hast, wirst du das ewige Hier und Jetzt begriffen. Oberflächlich lassen wir alles beim Alten. Das heißt, da mischen wir uns überhaupt nicht ein, da hast du deine Rolle zu spielen, so wie ein träumender Geist das zu träumen hat, was er träumen muss. Er hat auch nicht die Möglichkeit, seinen Traum zu ändern. Ein träumender Geist ist schon wieder ein Gedanke von uns. Es geht nicht um die Menschen, die du dir ausdenkst. Man kann die auch nicht retten. Das sind so simple Beispiele. Dir wird immer mehr der Wahn der Menschen bewusst, die du dir bisher ausgedacht hast, die letztendlich nur Spiegelbilder deines eigenen Wahns sind. Es ist nichts anderes. Es ist eine von dir erzeugte Vielheit in Maßsetzung des Glaubens, des Programms, das du zurzeit zum Verwirklichen von Vorstellungen benutzt, zum Denken benutzt. Das, wenn ich diesen kleinen Schritt akzeptiere und dann kommt immer wieder von den ganzen Schwätzern, so einfach kann man sich's ja nicht machen. Das ist schon wieder der zweite. Wie habe ich das Gespräch begonnen? Ich habe gesagt, verdammt nochmal, was ist in dir drin, das dich zwingt, den Fakten zu misstrauen und dich festzuklammern an Mutmaßungen, die du nur vom Hören sagen kannst. Religiöser Wahn, esoterischer Wahn. Ich habe hier doch unseren Lesch das Video reingestellt in einem der letzten Selbstgespräche, wo über esoterische Scharlatane herzieht. Und ich habe die Donis gerade erzählt. Da kann man einige, vor allem wenn du in die GWUB gehst, GWUB ist an und für sich von der Radix her eine wunderschöne Sache, wenn man es rot sieht. Wenn man es blau macht, ist es das genaue Gegenteil. Dieses GWUB ist die Gesellschaft, die streng wissenschaftlich orientiert ist, die gegen alles religiöse und esoterische angeht, die nur aufbaut auf wissenschaftlichem Wissen und meint, sie haben die Weisheit mit den Löffeln gefressen. Und da gibt's auch schöne Vorträge, habe ich gerade erzählt dem Donis, bevor du dich zugeschalten hast, hier und jetzt gedacht. Das ist ein junger Doktor der Physik, der hier wie unser Lösch über esoterische Scharlatane, die Quantenheilung und so Zeug geht, und der hat einen Doktor der Physik, und dann erklärt er ganz grob, was das bedeutet. Und die merken gar nicht, das ist wieder, du Heuchler, zieh dir zuerst einmal den Balken aus den eigenen Augen, dass seine Vorstellung von dem, was angeblich hundertprozentig bewiesen ist, das geht schon los bei den Photonen, dass die Photonen so und so lang brauchen, von der Sonne bis zur Erde, und das Michelson-Molle-Experiment, wo Einstein die Relativitätstheorie aufbaut, dass das Vorstellungen sind, die nur einer denken kann, der hierarchisch gesehen in seinem Intellekt dieses Wissen hat. Wenn du dieses Wissen hast, kannst du dir das nicht ausdenken. Empirisch überprüfen kannst du da überhaupt nichts. Da ist ein Bischof Bergele, den wir jetzt mit unserem intellektuellen Wissen uns aufschmeißen, ist da einen ganzen Schritt weiter. Esse ist Bertibi. Sein heißt wahrgenommen werden. Jetzt müssten wir da natürlich dieses Wort blau machen, wir müssen existieren draus machen. Existieren heißt wahrgenommen werden. Es existiert nur das, was wahrgenommen wird. Und dann kommt ja die Frage in dieser berühmten philosophischen Abhandlung, existiert ein Baum, oder Entschuldigung, macht ein Baum ein Geräusch, wenn er umfällt, wenn keiner da ist und das beobachtet? Da fällt natürlich wieder der konsequente Doppelschritt, jetzt erst einmal
hier sagt, existiert überhaupt der Baum, wenn ich ihn nicht ausdecke, wenn ich ihn nicht anschaue. Das fällt bei dir. Auch hier wieder nur ein Schritt. Wir müssen einen Doppelschritt gehen. Und es ist einfach einmal so, dass ich immer wieder sagen kann, alles, was du wahrnehmen kannst, egal ob sinnlich wahrgenommen oder feinstofflich, das ist deine Information. Das schreibt selbst der Materialismus vor. Ich betone das immer wieder. Es ist nur in dem blauen Kopf, das da mal, solange du dich noch personifizierst. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es weg. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Ist als hundertprozentig sicher anzusehen, dass es anders ist. Wenn du dran festhältst, und jetzt wiederhole ich nochmal, du Geist, was bis in alle Ewigkeit leiden, bis du dich an die Wirklichkeit hältst, an Fakten hältst. Es hat nichts damit zu tun, dass du irgendwas an deiner momentanen Rolle verändern solltest. Ich sage immer wieder, die lasse ich unangetastet. Ihr wisst, hier jetzt einmal wieder raumzeitlich gesprochen. Ich habe mit so vielen Professoren zu tun gehabt und religiösen Menschen, wo ich immer wieder betone, ich fordere von dir jetzt nicht, dass du hier anfängst, bei dir an der Universität diese Weisheiten zu verbreiten. Wenn du in deine Gemeinde gehst, dass du meinst, du bist jetzt mal, ob du Rabbi bist oder katholischer Pfarrer bist, du müsstest jetzt hier einen Aufstand machen in deiner Religion. Das erwarte ich nicht. Ich sag, lass es. Du wirst durch ein Fegefeuer gehen, glaub es mir. Spiel einfach deine Rolle und halt deinen Mund und halt immer im Hinterkopf, ich kann einen Gedanken von mir nichts erklären. Ich muss diese Welt überwinden, ich muss aus der herauswachsen. Und das magst du, wie du bisher aus allen von dir ausgedachten Körben, die du ich genannt hast, herausgewachsen bist. Und dann ist all das Mitleiden mit Menschen, die du dir ausdenkst. Ein Gedanke von dir kann nicht leiden. Versteh den einfachen Satz, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Nur dieser Geist, der träumt, kann was empfinden. Ein Gedanke kann nichts empfinden. Selbst gleichgültig, ob der feinstofflich ist, wenn ich immer wieder sage, wenn ich jetzt Fernsehen schaue und ich sehe Bugs Bunny als Pixelmännchen und der kriegt irgendeins auf die Schnauze, dass dieses Pixelmännchen keine Schmerzen hat, ist mir klar. Die vier Stufen der Vergessenheit. Wenn du es nicht gecheckt hast, hörst dir bis zum Erbrechen an und mach dir das bewusst, was ich sage. Dass das umso mehr du in deiner logischen Konstruktfähigkeit eine Vorstellung hast, das ist auch dann da außen, wenn ich nicht dran denke. Das heißt, umso materieller für dich das wird, dein Denken, umso materieller dein Denken wird, umso mehr du wieder in diese Sackgasse dieser Dogmen reinfährst, umso mehr wirst du mitleiden und die Menschen, die du dir ausdenkst, Leid zu sprechen, das sie selbst gar nicht haben können. Ein Gedanke kann nicht leiden. Auch Materie kann nicht leiden. Hau mit dem Hammer auf deine rechte, denk dir deinen Körper aus, dann stellst du deine linke Hand vor dich hin und dann haust du wieder einen Hammer drauf. Und dann wirst du feststellen, dass die Hand keine Schmerzen haben kann, du hast die Schmerzen. Selbst deine eigene Hand, dein Zahn kann keine Schmerzen haben, du hast die Schmerzen. Weil du leidest mit etwas, was du sagst, das bin ich. Das ist erst einmal die größte Verhärtung ist dieser Körper, der du zu sein glaubst. Der nächste Sprung ist meine Familie. Man leidet dann mit seinen geliebten Menschen mit und es erweitert sich dann immer weiter. Diese Vorstellung, was bin ich? Wir sind Papst, wenn ihr euch erinnert. Dann kommt das Volk, die Nation, wo man sich identifiziert, ist auch infiziert hat mit diesem Fehlglauben. Es sind alles Gedanken, die du dir auslegst. Und den Gedanken, die du dir ausdenkst, musst du das nicht erklären. Darum sage ich mir, gehen die Trockennasenaffen, die in deinem Traum in einem ständigen Wechsel auftauchen und wieder verschwinden. Die Toten, so viele. Lass die Toten ihre Toten begraben. Ihr müsst irgendwann einmal meine christliche Sprache verstehen. Wobei ich jetzt das Christliche in keinster Weise über andere Religionen höre. Ich habe so oft gesagt, ich bin jetzt in dir Geist aufgetaucht und dein momentanes Grundprogramm hat eine extreme christliche Prägung, auch wenn du mit der Kirche nichts zu tun hast. Das ist deine Welt. Wir können das in jede Religion einschieben. Es wird extrem vielfältig, wo dein kleiner Ameisengeist das momentan sowieso nicht erfassen kann. Das Schöne ist immer wieder, dass diese Abfolgen in einem arithmetischen Aufbau zueinander hängen, weil du es jetzt mit einem Computerprogramm zu tun hast, das deine Traumwelt verwirklicht. Und da strudeln wir jetzt immer mehr hin. Wo gehen wir hin? Da springe ich jetzt wieder am Anfang unseres Gesprächs in den Dan Brown. Das ist das einmal, wo kommen wir her? Diese Darstellung ist aufbauend auf den Darwinismus, was der Computer berechnet hat.
Da will ich gar nicht drauf eingehen, das ist sowieso eine Sackgasse. Ich sag, du musst das einmal überwunden haben, dass irgendwas in der Vergangenheit war oder irgendwas in der Zukunft passieren kann. Es ist ganz anders. Das, was ich dieses transversale, vertikale, das Anoki-Denken, das Denken des roten Ich, aus dem roten Hier und Jetzt entspringt alles Hier und Jetzt. Und das kann ich gedanklich in meinem Kopf rein als Vorstellung um mich herum in Raum und Zeit verstreuen. Egal, wo ich es mir räumlich wie zeitlich hindenke. Du kannst dir jetzt den Udo nach Weißenburg denken, die Ariane nach Bayreuth denken und die Donis nach Österreich. Sie sind hier und jetzt in deinem Kopf, weil du sie denkst. Punkt. Darüber gibt's nichts zu diskutieren. Und wenn du diskutieren willst, dann schalt einfach das Video weg und sag, der Udo ist ein Idiot und ich werde dir zeigen, wer ich bin. An mir kommt keiner vorbei. Nicht an den Udo, Pixelmännchen, vollkommen unwichtig. Wie oft habe ich gesagt, der Wegweiser ist überhaupt nicht wichtig. Die Richtung, wo ich hindeute, ist für dich wichtig. Udo ist eine vergängliche Erscheinung, wie alles andere auch. Du bist das Wichtige. Du greifst, der du mir jetzt zuhörst. Du bist nämlich der Einzige, der hier von den fünf, mit denen du es jetzt zu tun hast, das heißt die vier Pixelmännchen und der Trockennasenaffe, der vom Computer sitzt, du bist der Einzige, der überleben wird. Nicht der Trockennasenaffe vom Computer. Der wird sich genauso auflösen. Da kann ich dann immer wieder sagen, hier, wo ist jetzt dein Zeugungskörper, der jetzt da ist, weil du ihn dir ausdenkst. Mit deiner Logik. Es ist so geistloses Materialismus, normale Religion, weltliche Religion, Christentum, alles geistloses, materialistisches Geschwätz, das auf einer Vergangenheit aufbaut, auf einem Urknall aufbaut, auf Adam und Eva aufbaut. Das sind doch nur Gedanken, die nur existieren, wenn du sie denkst. Und nochmal, du musst es verstehen. Du bist der Einzige, der mich interessiert. Egal, welche Rolle du jetzt spielst, wer du zu sein glaubst, du bist der Einzige, der mich interessiert. Und du brauchst mich, ohne mich geht nichts. Schlichtweg und einfach, weil das ganze Spiel mit beginnt, ich bin du. Ich bin das, was du sein wirst, wenn du dich von dem Fehlglauben, den du zurzeit ordentlich gelöst hast. Und wichtig mit Holofeeling, jetzt auf dieser Ebene, ich schreibe dir überhaupt nicht vor, was du glauben sollst. Sondern ich zeige dir den Wahnsinn, den du zurzeit geglaubt hast. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich dir irgendwie eine einseitige wieder einen Glauben suggeriere, der im Widerspruch zu anderen Glauben steht. Das ist Holofeeling nicht. Das erste, was ich dir sage, jeder hat recht. Jeder Glaube ist richtig, ist eine Richtung, aber mit vielen Kehrseiten und anderen Perspektiven, die diesen Glauben zu widersprechen scheinen. Oberflächlich betrachtet. Immer oberflächlich betrachtet. Ein Berg ist was anderes wie ein Dorn. Und irgendwann wirst du verstehen, dass es das eine ohne das andere nicht gibt. Und die zwei wiederum wird es ohne dich nicht geben, wenn du sie nicht ausdenkst. Die wird es ohne dich nicht geben, ist eben. Heißt es eben. Das ganze Spiel in der Dora, es ist ein Computerprogramm. Ich kann es nicht oft genug sagen, da solltest du neugierig drauf sein. Und dann kommt jetzt erst einmal das Dohuwabohu, das Hashak, die Finsternis. Das ist unser Monitor ohne Energie, ohne Licht, ohne das Geistesfunkfeld. Ein Monitor, der schwarz ist, wir setzen mal jeden dieser Geistesfunk für ein Splitscreen-Fenster. Wenn der Geistesfunk nicht läutet, ganz abstrakt, ist dieses Splitscreen-Fenster weg. Selbst wenn jetzt nahezu alle leuchten, bis auf einen, ist es nicht vollkommen Krishna. Wir haben zuerst die Finsternis. Und dann kommt ja die schöne Stelle im Vers 6. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Schau dir mal das Wort Schweben an. Das beginnt mit Shinwaf, logisch doppelt aufgespannt. Ein W, Shinwaf. Jetzt können wir schon weiterlesen. Eben. Schwa wiederum. Shinwe alleine. Heißt nichts. Schweben. Schwaf ist eben. Wir können das E natürlich als Elef noch lesen. Schwa heißt auch nichts. Dann haben wir Ben. Dann haben wir plötzlich das Nichts und die polare Existenz. Wir können dieses Nichtsein die UB nennen und Ben, die polare Existenz, ist der Sohn. Das ist der Adam oder Jahwe. Schau mal den Begriff Jahwe, was im Prinzip dasselbe ist. Das JHWH ist wie Säge, wenig Körper, ist wie männlich und weiblich. Wir können JH rot lesen, dann haben wir göttliche Quintessenz und ein doppelt aufgespanntes H. Das ist wie Denker und Ausgedachtes. Was natürlich dann interessant wird, wenn wir in die anderen Sprachen gehen, was ich so oft gesagt habe. Wir können das Ganze natürlich auch Buddha nennen.
weil Bewaffbola aufgespannt heißt hebraisiert in ihm, ist da. Die geöffnete Schöpfung, die wahrgenommen wird, und das wiederum Buddha. Wir können das Allah nennen, was im Prinzip wieder dasselbe ist, die Implosion und die Explosion ist. Da ist im Hintergrund ein arithmetisches Raster. Ich erzähle dir, Geist, jetzt etwas. Und du kriegst dann unendlichen Frieden, wenn du begreifst, dass die Welt, der Körper, deine Freunde, dass nichts überleben wird. Aber dass auch nichts verloren geht. Dass es Trauer ist so unendlich sinnlos. Trauerst du um deinen Säuglingskörper, wie du in vollgeschissenen Windeln gelegen bist? Da trauerst du um den Kinderkörper, der in die Schule gekommen ist, wo du noch strotzdumm warst? Ich zeige nur eine andere Perspektive. Willst du zurück? Es ist doch Materialismus. Es ist ein Warengebäude, das Geld anbietet in einer unendlichen Vorstellung von Lügen. Wie viel Scheißdreck muss ich dir eigentlich in deiner Welt noch einstellen von deiner Elite, dass du das verstehst? Und nochmal, es geht nicht darum, dass du jetzt auf die Straßen gehst und die da außen, die du dir ausdenkst, aufklärst. Du kannst Gedanken von dir nichts erklären. Jetzt könnte ich wieder sagen, hast du das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie in Bewegung setzt, solange du glaubst, du bist dieser Körper. Das ist vollkommen sinnlos. Und du wirst merken, du kannst es Menschen, normalen Menschen, die dieses Körnchen von Neugier nicht haben, diesen Geistesfunk nicht in sich tragen, nicht erklären. Mögen die es noch so gescheit, entweder wissenschaftlich oder esoterisch oder religiös dahersprechen. Hör auf, in irgendeiner Form bitte ein Computerprogramm, ein Computer, einen geistlosen Mech-Animus zu bewundern, weil er so viel weiß. Dann sage ich immer wieder mein OK-Google-Beispiel oder Siri-Beispiel oder je nachdem, was du für Betriebssysteme in deinem Computer benutzt jetzt, dass du hier mit einer Maschine konfrontiert wirst, die jeden Trockennasenaffen, was intellektuelles Wissen anbelangt, um Welten überrascht. Ja. Nimm dein Handy in die Hand, wenn du Google Now installiert hast, und dann kannst du Hunderttausende, Millionen von Menschen fragen, wie alt ist der, und du kriegst sofort die Antwort. Du musst nur sagen, okay, Google, wie alt ist der und der, wie alt ist der und der, wie alt ist der und der. Hunderttausende, das kann ein Trockennasenaffen von sich aus gar nicht tätigen, obwohl hier du Geist letztendlich die Quelle bist für das, was in deinem Traum passiert. Immer dran denken, egal was in deiner Traumwelt in deinem Kopf auftaucht, es kommt aus dir selber, die Creatio ex nihilo. Du musst nur wissen, dass dieses Nichts nicht im klassischen deiner bisherigen Vorstellung nichts ist, sondern alles ist. Nichts und alles ist dasselbe. Ich habe es zigfach erklärt, du kannst für das Wort alles auch unendlich denken. Wenn was in Erscheinung tritt, die mathematischen Probleme der Welt, es sind die Probleme deines gelernten Wissens, weil dich das von einer Sackgasse in die nächste führt. Mathematik, tausendfach erklärt, gehe ich jetzt nicht mehr drauf. Alles sind mathematische Probleme. Es sind Probleme deiner Erziehung, deiner fehlerhaften Erziehung. An dir wurde Unzucht betrieben. Im Becher, im Fleisch, in der göttlichen Botschaft. Dasselbe Wort. Und ich sage jetzt zu dir nochmal, nimm mit hin, Holophil ist mein Fleisch und esse es. Sei es. Als Trockennasenaffe hast du definitiv nichts zu tun. Einfach nur deine Rolle zu spielen und dich selber zu beobachten. Und keine Sekunde, nicht ein Hauch von einer Sekunde, vergessen, was du bist und was deine Gedanken sind. Und dann wird es spannend, dann hast du viel Spaß mit der Rolle, die du spielst. Und dann werden Wunder passieren. Das kleine Wunder mit Ideen, mit Einfällen, wie ich so schön sage, mit den Synchronizitäten, die natürlich schwer unter den Hut zu bringen sind, solange du meinst, noch da außen läuft eine Evolution ab, unabhängig von dir, eine chronologische Sache. Synchronisation ist vollkommen vom Tisch, wenn du die Transverstalle verstanden hast mit den Schichten, die ich tausende Mal erklärt habe. Es läuft alles synchron. Selbst wenn du in die Windeln scheißt als ausgedachter Säugling und dann hier zum Zahnarzt gehst, weil er dir dein Gebiss macht. Eventuell auf dem Film. Es läuft vollkommen synchron ab. Hier und jetzt. Immer hier und jetzt. Jede Seite, wenn du ein Buch liest, liest du jetzt. Jeden Moment, Moment, erlebst du jetzt. Mom. END.
Da haben wir wieder unser schönes END, wenn wir Elefone setzen, eine einsetzen, dann heißt es, ich würde zum Schweben anfangen. Jetzt haben wir natürlich dieses Schweben, kann man das nicht zur bipolare Existenz machen. Der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das rote Wasser von LHJUB. Und teilte das Wasser in ein Oberhalb und in ein Unterhalb, steht es in der deutschen Übersetzung. Viel interessanter wird es natürlich, wenn man es im hebräischen Original anschaut und dann nicht nur einseitig auslegt, sondern einmal vollkommen die Worte, wie ich so schön sage, nicht mehr im Heiligen. Übersetzte Dora in irgendeine Sprache, in irgendeine einseitige Auslegung mit Masora, das ist im Heiligen meiner Worte. Mhm. Du sollst nicht zum falschen Zeugnis aussprechen, den Namen Gottes. Den Hashem. Ja. Das ist Hashem, das heißt eigentlich Himmel. Ja. Hashem, Hashem, Yom, heißt der Himmel. Jetzt haben wir nicht die zwei, ist jetzt der oben oder so, dieses Him. Und du merkst es, dass es immer im Gleichgewicht ist, diese beiden Extreme, das oben ausgedachte und das unten ausgedachte erfordert eine Mitte. Und wenn ich mein, der ist oben, die Mitte ist oben, bin ich zwangsläufig unten, wenn ich glaube, die Mitte ist unten, El Hayom, Gott, das Meer in der Tiefe, in den Abyssus, in den tiefsten Urschichten, dann bin ich oben. Aber wenn ich weiß, dass ich wirklich die Mitte bin, weiß ich, dass das zwei Sachen sind, die unter dem Wort zusammengehören, in der Mitte. Wie plus 5 und minus 5 immer ist gleich 0. Die Eigenart von Gleichungen, das ist wir gleich. Du gleichst den Geist, den du begreifst. Wir gleichen. Jetzt machen wir das Wir, machen wir rot und dann machen wir der Geist, sind Leichen. Geistige Leichen. Und Leichen sind der Ich. Auseinandergeschmissene Ich. Ich bin doch ein anderes Ich wie die Ariane oder wie der Doni oder wie die Helene. Das sind ausgedachte Ich. Selbst der Ich, der jetzt sagt, ich bin doch ein anderes Ich, ist schon wieder die Identifikation da. Aber ich, jetzt kommt das rote Ich, ich denke mir doch, die bröselt jetzt aus. Denken. Schon das Wort wieder dehnen. Urteilen. Das ist die Rakia. Es ist so eine unendlich tiefe Weisheit, die sich über alle Religionen erhebt und alle Religionen zu Facetten von sich selbst macht. Und es passiert, es ist nicht zum Aufhalten. Wie lange es dauert, die Frage stellt sich nicht mehr, wenn du begriffen hast, es kann immer nur jetzt passieren. Sind auch solche, wie lange dauert es bei mir noch, bis ich das begreife? Ich sag, solange du glaubst, dass du das irgendwann in der Zukunft begreifen wirst, wirst du es nicht begreifen. Du wirst es jetzt begreifen oder gar nicht. Und solange du noch in die Irre gehst und meinst, es könnte in der Zukunft passieren, wann muss ich sterben? Jeden Moment. Was für ich meinst du jetzt? Den Körper, der ist schon weg. Wo war der jetzt die ganze Zeit? Du warst jetzt vollkommen phasenweise, wenn du aufmerksam zuhörst, warst du vollkommen körperlos. Das ist ja die schöne Geschichte, wo ich jetzt nochmal wiederhole. Wenn du jetzt im letzten Selbstgespräch, das war Bezi-Geschichte. Ich mach das einmal, wenn ich jetzt die Ariane mir ausdenke, ich sage, Ariane, du hast jetzt in deinem, wir gehen jetzt mal in den Ariane-Kopf rein, du hast jetzt vor dir ein Gesichtsfeld, das du real wahrnimmst. Okay, da ist der Bildschirm, du kannst jetzt über den Bildschirm drüber schauen. Und du siehst jetzt Sachen, die sind real. Lass einmal relativ den Blick gerade nach vorne, ohne dass du mit dem Kopf dich groß bewegst, der natürlich nur existiert wieder, wenn du an deinen Kopf denkst. Und ich kann jetzt mit Worten was realisieren, einen realen Gegenstand erschaffen, der für dich jetzt nicht existiert. Das funktioniert sehr, sehr schön, indem ich einfach sage, so, und jetzt denk an deine Brille. Und jetzt spürst du die Brille und jetzt schau die Brille an. Und jetzt siehst du die Brille vor den Augen, du spürst den Druck auf der Nasenwurzel. Wenn du ein Brillenträger bist, wenn du das Spiel jetzt mitmachst, wirst du feststellen, dass die meiste Zeit überhaupt nicht existiert. Die ist in keinster Weise eine sinnliche Wahrnehmung oder ein Gedanke. Sie existiert weder feinstofflich noch sinnlich wahrgenommen. Und sie ist trotzdem da. Das ist die rote Form von Sein. Es ist in mir alles gleichzeitig da, wie unsere unendlich große Bibliothek, die Bibliothek Gottes. Da sind alle Bücher da. Immer.
Auch wenn du die nicht ausdeckst, wenn die nicht existieren, aber in Form des Kontinuums. Was jetzt interessant ist mit der Sache mit der Brille, wenn man sich das bewusst macht, dass sobald du an die Brille denkst, entsteht im selben Moment aufgrund einer Logik das Gefühl, dass du die ganze Zeit auf deiner Nase bist. Fakt ist, darum sage ich immer, du kannst nicht überprüfen, ob irgendwas existiert, wenn du es nicht denkst, weil wenn du es nicht denkst, ist es sowieso nicht da. Du kannst dir aber sehr wohl bewusst machen, dass jeder Moment jetzt in dir auftaucht, der jetzt neu in dir auftaucht. Dass ich jetzt wieder sage, schau mal, hör ich auch nicht auf die Tastatur. Und jetzt schau das Kuh an, wir bleiben aber nur mal bei unserem Kopf. Wo war das die ganze Zeit? Deine Logik, der zweite, würde sagen, die war die ganze Zeit da außen. Es war nicht ausgedacht, es war nicht der Ausnis. In dir ist immer alles, weil du ich bist. Was dann letztendlich auftaucht, braucht den Unterschied zu anderen Sachen und existiert, existere, tritt nur aus dir heraus, weil du dir das ausdenkst. Die Welt der Vorstellung, können wir doch ganz immer, wenn ich jetzt die Vorstellung mache, wenn du mal da in die Wörterbücher reingehst, warte nochmal schnell. Eine Veranstaltung, bei der ein Bühnenstück, ein Film aus einzelnen Darbietungen, schauen wir uns einmal das Wort Darbietung an. DR ist die Öffnung einer Berechnung. Wir wissen mittlerweile hebräisiert, ja. Heißt es eine Generation. Generation. Wie heißt in mir? Die Generation in mir ist Zeit. Ja. Frage. Ja. Im Bewusstsein, wo denn sonst? Auftretendes Ab. Bild, das heißt ein Aufblühen im Kind, Beilet, der Wirklichkeit. Im Bewusstsein auftretendes Abbild. Ein Aufblühen im Kind der Wirklichkeit. Das nicht auf unmittelbare Wahrnehmung beruht, sondern früher wahrgenommene Gegenstandssituationen neu kombiniert wiedergibt. Früher müssen wir wegmachen, weil früher nichts mit einem chronologischen Vorher macht. Es gibt kein chronologisches Vorher. Immer wieder dran denken, wenn wir einen Film anschauen, die Bilder, die mir nacheinander zu sehen glauben, sehen wir nicht nacheinander. Das ist das Verrückte. Es ist immer jetzt, alles ist jetzt, das rote jetzt. Und es kann verstanden werden, wenn du Geist bist. Und du bist Geist, wenn du mich jetzt in diesem Moment sprechen wirst. Alles andere sind Gedanken, die sind vergänglich. Es ist nur ein einziges Ding, ewig, das ist der, der mich jetzt hört. Und der ist die Quelle für alles, was er sich ausdenkt, das ist was du dir selber ausdenkst. Was natürlich jetzt die Schichten nochmal klar machen sollte, die ich jetzt nicht nochmal erkläre. Das ist das, wo man den Fokus aber verlagern sollte, dass die weltlichen Interessen, die du hast, in einem vollkommenen Zustand von Unbewusstsein immer mehr verschmelzen wieder mit der Einheit, ohne dass du da dass sich im Großen und Ganzen, drückst du mal anders aus, es geht so zart. Das ist immer, du hast einmal geglaubt, ein Kind zu sein. Wo ist der Kinderkörper? Ein Gedanke, den du jetzt denkst. Es hat an dir nichts verändert. Ich sage immer wieder, der Leser verändert sich nicht, während er einen Lebensroman durchlebt. Er ist auf einer höheren Ebene. Vorausgesetzt, er hat nicht vergessen, dass er der Leser ist und er verwechselt sich nicht mit der Hauptrolle in dem Roman. Das ist dein bisheriger Jetzt-Zustand gewesen. Man hat ein Leben lang sich vergessen mit einem Gedanken von sich selbst. Und da mag jetzt wieder irgendein Esospinner oder ein religiöser oder ein materialistischer Spinner auftauchen und dir versuchen, das auszureden. Da musst du jetzt in dein tiefstes Inneres hören, wer da mehr ist. Es ein Schwätzer? Ist es, gehört er zu den Zweiten oder gehört er zu den Ersten? Und dann löst sich die Trauer auf. Da gibt's nichts zu trauern. Du verlierst auch nichts. Du hast es verloren, wenn du dir es ausdenkst. Mhm. Aber deine Gedankenwelt ist untrennbar mit dir, das heißt mit dem verbunden, der sich das ausnimmt. Mhm. Ja. Das sind so einfache Sätze, die eigentlich die ganzen Probleme der Menschheit schon über den Haufen hauen. Ja.
bist ja mal der Wahn, der Geldwahn, wir müssen konsumieren, wir müssen konsumieren. Das ist alles so, das ist so eine unendliche Geistlosigkeit. Und ich sage jetzt das nicht, weil ich das diesen Figuren in deinem Traum vorwerfe, die ich dir denken lasse, die ich dir träumen lasse. Nochmal, die sind alle freigesprochen. Ich nehme alle Schuld auf mich. Ich nehme auch die Schuld auf mich, dass du zurzeit die Welt so träumst, wie du sie träumst. Frag dich, warum? Warum sind die Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen? Um den Fahrschüler zu piefsacken? Oder um ihm Harmonie beizubringen? Eine gewisse höhere Form von Harmonie. Die Raum und Zeit nicht nur überdauert, sondern hierarchisch über bzw. unter Raum und Zeit steht. Das sind wieder meine zwei Seiten. Fällt uns was ein oder taucht in uns was auf? Wünsch dir was, such es dir aus. Genau genommen kommt es immer aus dem Mittelpunkt. Das sind eben dieses große Problem der Einseitigkeit. Und dann kann man das Leben, das man durchlebt, wirklich als ein lehrreiches Schaustück durchleben, egal welche Rolle man spielt. Als Geist. Und immer dran denken, nicht verwechseln mit dieser materiellen Ebene. Leiden muss keiner, auch wenn es den Anschein hat. Ich sehe doch, dass du Schmerzen hast. Das ist eine Interpretation eines Bildes. Das ist auch eine Interpretation eines Bildes. Das wurde in der Vergangenheit aufgenommen, das wurde in der Vergangenheit aufgenommen und am Computer manipuliert. Das ist von vornherein bloß eine Computeranimation. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich sage, es ist ein Bild. Es ist ein Geräusch. Was hörst du jetzt am Lautsprecher? Ich sage immer wieder dasselbe. Selbst den Lautsprecher, den du dir jetzt ausdenkst, siehst du nicht, der ist nicht real. Der ist schon ein logisches Konstrukt. Das sind alles logische Konstrukte. Wie würde jetzt das aussehen? Wir denken uns mal in den Kopf eines Menschen rein, bevor es Lautsprecher, bevor es elektroakustische Wiedergaben gegeben hat und der würde plötzlich vor eine kleine Kiste stecken und da spricht einer drin. Der wird an alles Mögliche denken, bloß nicht an einen Lautsprecher, sondern wo steckt das kleine Männchen? Wie sieht er aus, der in der Kiste drin ist? Ja, andere Logik. Eine neue Logik ist wie ein neues Leben. Eine neue Logik erzeugt eine vollkommen neue Vorstellungswelt. Und die wirst du nicht betreten, wenn du deine jetzige Logik nicht opferst. Ja. Das ist ja das Brandopfer. Die Welt, WLD. Jedes Wort wird selbst erklären, umso mehr du meine Vordersprache verstehst. So, jetzt lassen wir es aber, glaube ich, gut sein. Oh, ich danke. Weiß, ich wiederhole und ich wiederhole. Das ist immer wieder solche Sachen, aber das ist das, seit man sich ins Bewusstsein rufen. Wer bin ich eigentlich? Wichtiger noch, was bin ich? Bist du dann erkannt, dass ich bin eigentlich etwas ohne Anfang und Ende? Weil ich etwas bin, was nicht in Erscheinung treten kann. Wenn ich in Erscheinung, selbstverständlich kann ich in Erscheinung treten, aber dann mache ich mich zu einer Facette von mir selbst. In der Regel trete ich immer als Geistesfunk in Erscheinung. Ja. Das ist dann diese Individualisierung. Die Befreiung der Individualität. Und da kriegt meine rote Liebe kriegt einen ganz, ganz anderen Aspekt. Wenn du begreifst, dass alles, wirklich alles, was da ist, Puzzlestücke sind und jeder Gedanke, jeder kleine Spritzer an Gedanke, den du dir ausdenkst, den dir auftaucht. Das ist wie mit einem Kabelstück in meinem Autobeispiel. Ist wichtig für das heilige Ganze. Ja. Und dann wirst du aufhören, irgendwas bekämpfen zu wollen. Irgendwas anderes haben zu wollen, wie es jetzt ist. Das erfordert für einen einseitig rechthaberischen Menschen eine gehörige Portion Demut. Ja. Und Demut wiederum hebraisiert, der geöffnete Mut, das ist die Vorstellung. Eine Vorstellungskraft brauchst du. Du brauchst eine vollkommen neue Vorstellungskraft und nicht nur, dass du deine Vorstellungen reduzierst auf dieses reine, naturwissenschaftliche, religiöse, esoterische Geschwätz von gewissen Figuren, die in dir auftauchen. Die überleben sowieso nicht mit ihrem Glauben. Jetzt lass mal's gut sein. Man sieht sich. Danke, jetzt. Danke. Man sieht. Ciao. Ciao. Okay.